Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rolldown Daily Shop. Das ist ein Combo Masteries mit mir, dem Herrn gleich. So, wir haben wieder einen Kommentar. Ich glaube, ich habe den gar nicht so richtig. Ich dürfte den gar nicht so richtig drin haben. Oh, doch, fast. Ich muss es ein bisschen größer machen. Dann kann man es auch besser lesen. So, von MTB Buddy. Also von, ich gehe mal davon aus, dass das Mountainbike Buddy heißt, oder? Also Mountainbike Buddy. Dankeschön für die Erklärung. Schaue jeden Tag deine Videos und hast du noch einen Platz in deiner Gilde? Und wenn ja, wie heißt sie? Mach weiter so, bist einfach voll. Meinst wahrscheinlich toll. Voll bin ich manchmal auch, aber also eher selten, aber war ich früher oft, aber und der, wie ich finde, beste deutsche Animation-YouTuber. Vielen Dank für das große Lob. Ja, du musst mir, habe ich dir auch geantwortet drauf, du musst mir mal eine Player-ID geben. Die Gilde heißt sofort und gleich YT2. Also sofort und gleich YouTube 2. Und ja, also momentan gerne gefragt, aktive Spieler in Gilde 1 sowie in Gilde 2. In Gilde 2 solltest du eigentlich so ab die 20 legendäre Karten haben, mindestens Arena Stufe 10. Und eben bei allen Gilden-Events teilnehmen. Gilde 1 sollten es schon mindestens 80 bis 100 Legendäre sein. Und eben natürlich auch voll aktiv. Also wäre ja Blödsinn, wenn es nur in der zweiten Gilde voll aktiv, also eine volle Aktivität gewünscht wäre. So, also da würde ich mich auf dich freuen, Mountainbike Buddy. Und dann, ja, schreib einfach mal deine Player-ID rein, dann kann ich dich dann noch einladen. So, je nachdem, wie viele legendäre Karten du dann auch hast. Ansonsten, wenn es zu wenig sind, macht es noch keinen Sinn. Aber müssen wir mal schauen. So, also. Bam, 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 bam. Genau, gehen wir in den Shop rein. Also, haben wir einmal hier in Mamas Altmoschiganisch-Schatulle die Mythic Louise. Wie ich immer sage, lohnt sich nicht, weil is farmable. So, dann haben wir hier den Mythic Professor Farnsworth, nach wie vor mit Highschool Bill, Neil Goldman, Student Lucky und Bill Daugherty. Eine mega geile Box, aber lohnt sich eben nur für diejenigen, die da richtig rein payen wollen, um eben den Professor Farnsworth zu bekommen. Allerdings ist die Box dafür wirklich mega geil, weil derjenige, der den Professor Farnsworth kriegt, kriegt dann auch mit Sicherheit den Bill Daugherty ein paar Mal Quad-Fused, gehe ich mal davon aus. Und Bill Daugherty Quad-Fused ist ein absolutes Monster. Schon allein wegen dem würde sich fast die Box lohnen. Dann haben wir hier den Mathy Debater Box, oder die Mathy Debater Box mit Bible Study. Hier Henry Haber Debater, Neil Goldman, Student Lucky, Luan Bladder und Eugene Belcher. Bin ich nicht ganz so begeistert von dieser Box, auch wenn da eben ein paar gute Karten dazwischen sind. Aber es sind eben nur ein paar gute Karten und damit ist es nicht ganz so interessant. Und dann sollte man sich dann doch lieber die ja mühselig angesparten Gems behalten. Also, dann haben wir hier, da machen die immer noch den Fehler, ne? Guckt euch das an, das ist nicht Nachrichten, Tina. Glaubst du es? Das ist nicht die News, Tina. Die News Anchor, Tina. Das ist der Diorama-Gene oder Diorama-Gene. Das hat nichts mit Nachrichten, Tina, zu tun. Leute, korrigiert das. Das ist falsch. Das da oben ist total falsch. Eieiei, muss ich Congregate sagen, was sie richtig und was sie falsch machen? Glaubst du es hier? Ehrlich wahr. Nachrichten, Tina. Diorama Gene ist das. So. Dann haben wir die Wozniak Nerd Academy. Die ist ziemlich geil. Director Shepard ist auch ziemlich geil. Mr. Front ziemlich geil. Eugene Belcher ziemlich geil. Philip J. Fry ziemlich geil. Die Box ist
Gut. Gut, 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 gut. Ja. Also hier hast du eigentlich, also hier ist eigentlich jede Karte wirklich gut. Also hier ist keine einzige schlechte dabei. Außer natürlich diesem ganzen Rotz da auf der rechten Seite. Den brauchst du nicht wirklich. Und insofern kann ich euch in dem Fall diese Chosen Diorama Box. Ja, da steht es auch, Diorama, ne? Das ist auch Diorama Jean und nicht Nachrichten-Tina. Kann ich euch die nur wärmstens empfehlen. Die lohnt sich tatsächlich. So, dann wären wir hier auch schon so weit durch. Dann sind wir auch schon hier in der Combo Mastery angelangt. Da haben wir den Towel Manager Dale. Ja, was soll man dazu sagen, nicht? Towel Manager Dale, das ist der hier. Das sind Dale mit Sportkarten. Flag Football mit James Woods High School. Tom Landry mit Scott. Da kommt dann da hinten halt was mit Motivieren raus und das ist also uninteressant. Oh, ups. Falsche Leer ausgeschaltet. Boring! So, also, völlig uninteressant. Dann haben wir hier, aber der hier. Oh. Der Freshman Chris. Autsch. Natürlich nicht in dieser grauen Version. Grau-grün, uninteressant. Wir gehen jetzt gleich zum Chris Griffin. Komm, mach mal hier, mach mal Maxed Out. Machen wir mal Maxed Out. Und dann gucken wir uns mal hier die mit der Tom Landry Middle School an. Und dann versteht ihr auch gleich, was ich meine. Ja, also schauen wir uns den Freshman Chris mit der Tom Landry Middle School in der Maxed Version. Max Version ist the Version, Mann, Alter. Version. In der Maxed Version an. Und dann sehen wir ganz, 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 ganz schnell, dass das ganz schön wehtut da hinten. Da sind nämlich schon jetzt 49 Angriff im ersten, also im First Hit. So. An der 27er Mauer. 25 Punch. 24 Angriff. 63 Leben. So, und das Ding zerstört. Ja, der zerstört. Der zerstört ziemlich viel. Und wenn man jetzt mal da nochmal, also nach der normalen 10%-Regel, die Congregate ja auch nicht so richtig berechnet bekommt, ganz merkwürdig, mal 0,1 bzw. mal 1,1 und eventuell aufrunden. Sehr schwer. Wir versuchen es jetzt einfach mit der 10%-Regelung. Wir haben jetzt schon ein paar Mal festgestellt, also dass es nicht genau hinhaut, weil manchmal sind 10% bei Congregate eben nur 5%. Aber gut. Also, 27er Mauer und 25 Punch. Das wären hier normal, im Normalfall hätten wir eine 30er Mauer und eben im Normalfall hätten wir 28 Punch. Plus dann 26 Angriff. Und jetzt rechnen wir mal zusammen. 28 Punch plus 26 Angriff, da sind wir bei 54. Also normalerweise müsste das Ding hier bei den 10%, bei dem 10% Bonus 54 Angriff haben im First Hit. Und dann wären wir danach schon bei 31 Punch und 29 Angriff. Da wären wir schon bei 60. Also, im Normalfall müsste diese Karte, wenn man zweimal diese Combo Mastery, also dreimal holt, erstmal muss man ja 1000 Steine holen, dann kostet es nochmal 1500, nochmal 2000. Und dann kannst du die zweite Stufe, also du brauchst 2000, also 2000 Steine dann für die zweite Stufe nochmal. Bedeutet also 3000 Steine eigentlich. So, und dann wärst du bei, solltest du bei knapp 60 Schaden im ersten Angriff sein. Und jeder kann sich nun ausrechnen, was mit 60 Schaden im ersten Angriff passiert. Nämlich ein, im Normalfall im Rumble eine glatte 100. Wenn das Ding als allererstes rauskommt, mit zwei Kronen,
Maxed out bedeutet das in der Regel, behaupte ich jetzt mal, in 95% aller Kämpfe eine glatte 100. Weil 60 Schaden gleich im First Hit, ich kenne momentan eigentlich keine Karte, die, wenn sie ausgespielt wird, 60, also mehr als 60 Leben hat. Oder wüsste ich jetzt im Moment so aus dem Stegreif aktuell nicht. So, könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wenn euch irgendeine Karte dazu einfällt, die diesen First Hit. Also ich meine jetzt keine Combo, ne? Also normalerweise wird ja erst eine Karte vom Gegner ausgespielt. Beziehungsweise ich spiele meine entweder den Chris oder eben die Middle School, dann spielt der eine Karte, dann spiele ich meine Combo und dann ist das Ding weg. So, also irgendeine Karte, die über 60 Leben hat, wäre mal interessant zu wissen. Ohne Combo, ne? Also hier, also für diejenigen, die hier reinpayen in das Spiel, das Ding, das tut halt echt mega weh. Also bedeutet eigentlich, wahrscheinlich alle Whales dieses Spiels werden sich jetzt diese Karte hier gönnen. Und da wir ja momentan auch noch den Educated BGE haben, ist das ja noch mal brutaler. Also die Combo ist hier der absolute Overkill. Und ja. Wäre ich ein Whale, wäre ich ein Wal, würde ich die kaufen. So, definitiv ja. Jetzt machen wir das mal ganz schnell weg, weil das verursacht bei mir doch kleine Frustzuckungen. Und werde ich dann doch ein klein wenig nervös, wenn ich so eine Kombo sehe und ich weiß, ich werde sie mir nicht holen. So, ich könnte es, aber ich mache es nicht. So, also, dann haben wir hier One Man Musical. Das ist auch eine ziemlich geile Kombo. Die schauen wir uns jetzt auch mal an. Die ist für 1000 Steine erhältlich bei einem Eugene Belcher. Jetzt müssen wir mal hier auch wieder maxen. Eugene Belcher mit Musikkarten, wie zum Beispiel Nibbler on the Roof, ergibt dann One-Man-Musical. Und wenn wir uns das Ding anschauen, dann sieht man relativ schnell, One-Man-Musical ist auch eine mega effektive Combo. Wir haben einmal Craze. Das bedeutet also, die Karte wird jede Runde um 15 Angriffspunkte stärker. In dem Fall jetzt hier. Dann haben wir Leech. Bedeutet also, die Karte, sofern sie, es sind natürlich immer, man muss mal sagen, das Entscheidende ist, es muss natürlich auch Angriff gemacht werden, ne? Beziehungsweise Schaden verursacht werden durch die Karte, ansonsten funktioniert das nicht. Wenn wir jetzt irgendwas haben mit einem Moyeschen, zum Beispiel eine Drunken Lila oder so, dann kommt er nicht durch, dann kann er nichts machen, dann wird er nicht stärker und kriegt auch keinen Leech mehr. Aber im Normalfall haben wir jetzt 15-fach Craze, dann haben wir 20 Leech, das heißt, er heilt sich wieder hoch und haben auch noch 17-fach Hijack. Und das tut weh. Also diese Karte ist da dazu prädestiniert, die ein oder andere Karte mit Craze einfach nur platt zu machen, zu zerstören. So, One Man Musical, mega starke Combo, lohnt sich für alle, die eben Eugene Belcher plus Musikkarten im Deck haben. Hier haben wir Big Mountain Fudge Cake, hier haben wir 15. Das hatten wir vorhin gehabt, 15, 20, 17, hier 15, 21, 17 sogar und 26 Angriff sogar, ja, das sieht schon, Golden Fiddle müsste sogar noch besser sein eigentlich, also nee, Golden Fiddle ist genauso stark, also nee, ist sogar ein bisschen schwächer, weil die ein bisschen weniger Leben hat als bei Big Mountain Fudge. 14, 19, 16 mit Fart School Jimmy Jr., 15, 20, 17, 14, 20, 16 mit Earl's Guitars und Courtney's Dad, 14, 20, 17. Das Tolle an dieser Combo ist natürlich auch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, die zu spielen. Und dadurch wird die natürlich mega reizvoll irgendwo auch. Ja? Und Eugene Belcher ist sowieso relativ gut. Da ist die geil.
Jetzt müsste ich doch tatsächlich mal bei mir ins Deck reinschauen. Ich bin mir jetzt momentan ein klein wenig, also jetzt muss ich ehrlich zugeben, ich bin mir momentan ein klein wenig unsicher. Alles mache ich mal später. Also ich habe diese Combo, soweit ich weiß, nicht bei mir im Deck aktiv. Aber ist die Frage, ob ich die machen könnte. Bin mal beispielsweise beim Siege einen Musikangriff gemacht werden muss. Also, muss ich mir mal genau anschauen, mein Deck nochmal. So, also, Quickie, also jetzt nicht das aktive Deck, sondern was ich sonst noch so alternativ habe. Quickie Kiss It ist auch eine ganz witzige Combo gewesen. Aber eben, ups, habe ich wieder den falschen Layer. Aber eben, ja. Betonung liegt auf gewesen, weil Flugkarten, Planet Express Schiff oder so ist nicht so wirklich interessant. Wir können das Ding mal maxen. Dann kommt hier eine Karte raus, da hinten mit motivieren, neunfach motivieren und 16-fach Leech. Aber das lohnt sich nicht wirklich. Also solltet ihr ein Planet Express Schiff im Deck haben, seht zu, dass ihr es möglichst bald wieder loswerdet. Also ich meine, ich kann verstehen, wenn ein Anfänger noch weniger blaue Karten im Deck hat, dem empfehle ich dann Adventures, Adventures, Adventures und die Epics farmen. Na, und da kriegst du viel bessere Epics als hier ein Planet Express Schiff. Das braucht man nicht wirklich. Nein, 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 nein. So, also wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, mit dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.